Willkommen zum DT-Video-Podcast. Die Marke DT bietet ein Komplettprogramm mit mehr als 25.000 verschiedenen Ersatzteilen für LKW, Trailer und Busse. Unter anderem auch alle gängigen Ausdehnungsgefäße. Zusätzlich bietet die Marke DT alle passenden Anbauteile wie zum Beispiel Füllstandsensoren, Verschlussdeckel und Sicherheitsventile. Das Ausdehnungsgefäß befindet sich im oberen Teil der Kühlanlage und wird üblicherweise aus dem Kunststoff Polypropylen hergestellt. Erwärmt sich die Kühlflüssigkeit, dehnt sie sich aus. Um zu verhindern, dass die Schläuche zwischen Kühler und Motor überlastet werden oder sogar platzen, wird die verdrängte Kühlflüssigkeit vom Ausdehnungsgefäß aufgenommen, um Kühlwasserverlust zu minimieren. Der entstehende Überdruck wird durch ein im Verschlussdeckel integriertes Druckausgleichsventil abgebaut. Normalisiert sich die Kühlmitteltemperatur, entsteht ein Unterdruck im Kühlsystem. Mithilfe des Druckausgleichsventils im Deckel strömt Umgebungsluft in den Behälter. Durch diese Druckregulierungsfunktion werden Folgeschäden, wie zum Beispiel Beschädigung der Kühlmittelschläuche und Dichtung, verhindert. Ausdehnungsgefäße der Marke DT besitzen optimal verarbeitete Klebeverbindungen, welche eine besonders hohe Druckbeständigkeit und Nutzungsdauer gewährleisten. Das Material und die Oberflächenbeschichtung der eingepressten Buchsen erreichen eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Die Öffnungsdrücke der Ventile entsprechen exakt den Vorgaben der Fahrzeughersteller. Die genormten elektrischen Anschlüsse der Füllstandsensoren sind optimal abgedichtet und somit enorm widerstandsfähig gegen Kühlflüssigkeit. Durch eine bestmögliche Konstruktion und Passgenauigkeit sind DT-Ausdehnungsgefäße einfach zu montieren. Produkten der Marke DT in garantierter Qualität können Sie dauerhaft vertrauen. Fragen Sie Ihren Ersatzteilhändler nach Produkten der Marke DT und überzeugen Sie sich selbst. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite dtspareparts.com. DT – Genuine Quality, Durable Trust. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.